So, wir haben vorhin ein paar Spiele gewonnen. Es steht insgesamt 4 zu 3. Jetzt werden wir sehen, ob ich noch ein, zwei Spiele da anschließen kann. Okay, Terraner Mirror. So. Muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen? Ich hab die. Nein, ich hab doch. Ich hab doch. Board of Q. Nein! Ich habe die Hotkeys mal geändert. Nein. Nein. Not enough minerals. Okay, jetzt ist das schlimmste Spiel aller Zeiten. Not enough minerals. Ich wusste nicht mal, dass man damit irgendwie Einheiten einquartieren kann. Okay, jetzt weiß ich's. Ach man, ich hab vergessen das Command Center. Oh Gott, ey, ist das schwierig. Ach Mann, wieso? Wieso kriegt der denn meinen kaputt? Add-on complete. Our SCVs are under attack. Ach Gott. Add-on complete. SCV ready.
Insufficient Vespine gas. The Grim Reaper has arrived. Fair enough. Yes, SCV ready. Der ist so viel besser als ich. Wieso muss ich denn gegen den spielen? Ah, ich hasse es, ey. Go, go, go. Not enough minerals. SCV ready. This better be good. SCV ready. You want a piece of me, boy? Not enough minerals. Armed and ready. Not enough minerals. Fueled up, ready to go. This better be good. Gangway coming through. Not enough minerals. Bad news. In the rear. SCV ready. Ich habe Angst davor, dass er... mit so Dings Flugzeugen kommt. Ja, da kommen Banshees. Mineral field depleted. Our SCV mineral field are under attack. SCV, go, go, go! Big job, huh? Been waiting on you. Hear me! This better be- I'm in deep! You want a piece of me, boy? Nein! Ey, wie ich da immer aufs Falsche drücke, wie kann denn das sein? SCV ready.
SCV ready. Mineral field depleted. Ach Gott, und ich muss noch eine Echse bauen. Complete. SCV ready. In the rear with the gear. Additional supply depots required. Huh? Bad news. I'm going. Additional supply depots required. In the rear with the gear. Huh? Additional supply depots required. Give us your best shot! By the numbers, boys. Leg. Roger that. Can't wait. Mineral field depleted. Additional supply depots required. Additional supply depots required. Was auch immer das macht. Additional supply depots required. Why not? Yes, sir. Ready to plunder. You want a piece of me, boy? That's fine. Will do. What's going on? Fueled up, ready to go. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist. Echt, keine Ahnung. Was macht man dagegen? Sieht man hier nicht normalerweise, was er für einen Rang hat und so? Oder haben wir einfach beide noch keinen Rang? Ach, ich weiß es nicht. Ich war ja gar nicht mal so weit hinterher, aber... An sich macht er das ziemlich ähnlich wie ich. Er hat halt seinen Dude besser gemicrowed, weil er irgendwie diese Fähigkeit eingesetzt hat. Wo ich noch nicht so richtig weiß, was sie macht. Ja, aber man sieht hier schon, es müsste eigentlich genau gleich sein. Abgesehen davon, dass ich im Grunde einen Vorteil habe, weil sein Worker schon länger nichts mehr tut als meiner. Und trotzdem hink ich leicht hinterher. Ja. So, was macht das? Explodes after a short delay, dealing 5 damage and knocking back. Okay, und das hat genau anscheinend den Unterschied gemacht. Okay, er baut direkt den Reaktor dran. Baut dann die Fabrik. Tauscht dann. Ah, und dann baut er diese Cyclones.
Ah, okay. Und baut dann ein zweites Command Center. Okay, und der hat später das Orbital-Ding erst gemacht. Was man ja hier gemacht hat. Achso, er hat das zerstört. Ja, und jetzt kommt er hier mit 4 Cyclones und ich habe aber da 2 Panzer stehen. Die Cyclones sind halt gut gegen die, aber nicht gut gegen die Panzer. Warum auch immer er hier eine Mule hinschmeißt. Ah, okay, damit kann man die reparieren. Das ist alles so Next-Level-Shit, ey. Das würde ich nie im Leben so hinkriegen. Im Grunde hätte er es hier schon gewinnen müssen. Aber ich hatte einfach hier oben 3 Panzer stehen, dann kommst du, oder 4. Dann kommst du da halt nicht rein. Aber eigentlich war das hier schon so viel besser, was er gemacht hat. Das ist ja nervig, wenn du immer die Musik ansetzt. Kann man nicht entweder wie bei WoW einstellen, dass die immer läuft? Oder kann man die... Oder... Genau, Continuous Music. Oder halt aus, aber nicht bei... Nicht mal so, mal so. Okay, und dann hat er gemerkt, dass er da nicht reinkommt. Dann hat er die. Die habe ich zum Glück. Die habe ich gescannt. Und habe dann. Anti-Air-Zeugs gebaut. Aber. Ich dachte halt, dass ich überreagiere. Und habe es dann wieder gelassen. Defender-Mode. Liberator. Die kann man am Reaktor bauen. Siege Support, okay. Das heißt, die machen so ein Ziel die auf einen Boden und dann kannst du da quasi nicht hin, weil die dann da alles zerschießen. Krass, und der baut 2 weitere Echsen. Dabei ist ja nur 6 Supply vorne. Aber ich wusste nicht, was ich gegen diese Liberator machen soll. Die haben sogar noch ein Deploy. Achso, das ist dieser Defender-Mode. Single Target Damage to Ground Units. Cannot move. Okay, also entweder Single Target Ground oder Air. Okay. Das heißt, dann machen sie da halt das Bodending. Okay, und dann müssen wir jetzt erstmal weg. Ah, okay. Ja, und diese Minen, die machen was? Reduced Armor. Okay, also die machen einmal Schaden und dann zerstören die irgendwie die Rüstung. Defense Turret. Healing 15 Splash Damage, Reduced Armor. 21 Sekunden, okay. Okay, und dann haben die das hier einfach auf den Boden gemacht. Da bin ich gleich reingelaufen und dann war's das.
Und ich weiß nicht, wie ist denn das eher? Kommen die, sind die gut gegen die Vikings? Die Vikings zerstören die schon, ne? Weil die Vikings sind viel günstiger und ich mache dann einfach doppelt so viele. Die haben halt eine krasse Range. Gegen Armored sind die gut. Okay, und das ist Armored. Und die sind einfach so gut, okay. Na gut. Dann steht's jetzt 4-4. Will noch mal gucken, kann ich nicht irgendwie mein Aussehen irgendwie ändern? Was habe ich denn mittlerweile alles? Terran Level 3, Terran Level 5. Ich besser. Und wie die Umrandung ist, kann man daraus irgendwas absehen? Ablesen? Na gut, dann noch ein Versuch. Dauert teilweise echt lange, die zu laden. Komisch. Dann Y und W. Not enough minerals. Not enough minerals. Not enough minerals. Not enough minerals. Additional supply depots required. Not enough minerals. Not enough minerals. Not enough minerals. Mann. Die beiden. Wieso habe ich denn die schon wieder eingeladen? Wie schaffe ich denn das immer? Gibt's einen Knopf, der sagt... Ach Mann, wie mich das nervt, wenn die hier in die Base kommen. Command center upgrade complete. The Grim Reaper has arrived. I'm listening.
SCB ready. Huh? Add-on complete. SCB ready. Wilding, bad news. Baut der jetzt? Egal, erstmal zurück. Insufficient Vespine Gas. Insufficient Vespine Gas. What's going on? I'm going. We'll butter my biscuit. Huh? Insufficient Vespine gas. Optics online. Let's go. Add-on complete. This ought to be good. So, und das kommt auf die 5. Auf die 3, das kommt auf die 2. Insufficient Vespine gas. Insufficient Vespine gas. Insufficient Vespine gas. Insufficient Vespine gas. In the rear with the gear. Uh-huh. Ah! You scared me! It's your dime. Channel's clear, boss. Optics online. Let's go kill something. Oh, out. Insufficient Vespine gas. Fueled up, ready to go. What's that? SCV ready. SCV ready. Insufficient Vespine gas. Command center upgrade complete. Ready to roll out. SCV ready. Big job. Mineral field depleted. Yeah, yeah. So. SCV ready. Fueled up, ready to go. What's going on? SCV ready. Gangway coming. SCV ready. Add-on complete. SCV ready. SCV ready. Additional supply depots required. SCV ready. SCV ready. You gonna give me orders? Got it. SCV ready. SCV ready. Additional supply depots required.
Insufficient Vespene gas. Go, go, go! Mineral field depleted. This better be good. Was ist denn? Not enough. Armed and ready. Insufficient Vespene gas. Additional supply depots required. Additional supply depots required. Oh, I'll get there. Nothing will stop me. Cyclone en route. Adjusting for new course. I never tread lightly. Rock and roll. It's all me. Okay, da hochkämpfen ist kacke. Additional supply depots required. Optics online. Let's go kill something. Gotcha. What's going on? Additional supply depots required. Made for battle. Additional you want a piece of me, boy? I like it. Agreed. No one lives forever. Yes, indeed. Okay, er hat sogar Bunker. Online. Let's go kill. I can't build here. You want a piece of me, boy? Ready to roll out. Not enough energy. You got it. Outstanding. This better be good. Ach, Mann. Keep your shirt on, Sparky. Fueled up, ready to go.
go! Yes, sir! Huh? Mineral field depleted. Can't hold him alone. Sure thing. Orders received. Gangway! Insufficient Vespine gas. In the rear with the gear. Yeah, yeah. Huh? Well, big job, huh? Gangway coming through. Ready to plunder. Oh, God. This better be good. Give us your best shot. Armed and. Want a piece of me, boy? This better be. Been waiting on you. Ah! You scared me! Ready to plunder. Go, go, go! Mineral field depleted. Let it roll! Optics online. Let's go kill something. Better be good. Armed and ready. Who wants some? Been waiting on you. Who wants some? Mineral field depleted. Fueled up, ready to go! Systems go. Cyclone. We hear you. You gonna give me orders? Gangway. Vespine geyser exhausted. Vespine geyser exhausted. Yes, sir. Fueled up, ready to go. Systems go. Cyclone ready for action. Got it. Armed and ready. Taking some fire here. Orders received. You gonna give me orders? Oh yeah. Looking forward to it. You got it. What's going on? Who wants some? Es sind nicht so viele. Field depleted. Ready to roll out. Insufficient Vespine gas. That's fine. Got it. Looking forward to it. Of course. I feel you. Upgrade complete. On my way! Fighter. What's our target? Fueled up, ready to go! Systems go. Ready for action. Very well. This better be one of these three, boy. Right there. Yes, sir. Keep your shirt on, Sparky. Lay it
Insufficient Vespine gas. Command center upgrade complete. Who wants some? Vespine geyser exhausted. Yes, sir, this better be good. Mineral field depleted. You want a piece of me, boy? Speak up! I've been waiting on you. Coming through. Let's get into the comms open. Transformation system. Go, go, go! What's our target? Insufficient Vespine gas. Big job! Ah! You scared me! Be in the rear with the... What? Huh? You're the boss. You gonna give me your... Made for battle. Ready to roll out! Victory. No one lives forever. Ach Gott, ey, jetzt bunker dich doch nicht ein. Insufficient Vespine gas. Insufficient Vespine upgrade complete. Upgrade complete. Yeah, whatever. Our SCVs are under attack. Insufficient Vespine gas. Hey, JubTV. Ja, ja, ich spiele online gegen andere, klar. Ach du Scheiße. Mann, und ich habe das Spendi schon seit Ewigkeiten gewonnen, aber er lähmt sich hier durch. Und dann gehen mir auch die Ressourcen aus. Ich habe kein Vespingas mehr. Go in the rear with the gear. Roger. Armed and ready.
That's fine. Bad news? What's going on? Been waiting on you. Sure thing. How can Base I help? Is under attack. You want a piece of me, boy? Ach Gott! Und immer wenn ich dann irgendwo bin, greift er mich woanders an. Obwohl ich die viel größere Armee habe. Go, go, go! Not enough energy. Yeah, mom! Well, butter my up. You gonna give me orders? Sure. Base is under attack. Fine enough. Anyway, coming through. Aber ich bin halt noch ein totaler Noob und weiß nicht, wie man das hier am besten macht. Ja, es hat jetzt gewonnen. Mann! Da kackt das Rumgelame hier. Ach Gott, weil ich einfach keine Ahnung von dem Spiel habe. Der überall immer noch irgendwas hinbaut. Mann, ich weiß nicht, was ich mit den Einheiten machen soll. Insufficient Vestine Gas. You got it. Not enough. Gateway, coming through. Ach Gott, wie es mich nervt. Nee, Quatsch. Insufficient rescue gas. You gonna give me orders? Outstanding.
Hier waren doch gerade noch welche, oder? Wieso fliegt der eigentlich nicht nach hier oben? Base is under attack. Can't wait. Huh? Go ahead. You want a piece of me, boy? I've been waiting on you. Ach. Wie mich das nervt. Wenn du dir da so sicher bist. Armed and ready. That's fine. Who wants some? Booyah! Mann, ich hasse dieses ewige Gelame. Und das ist hier ein Unranked Match, ne? Weil man muss irgendwie so und so viele Matches erstmal gespielt haben, bis man Ranked spielen darf, bis man dann... bis man dann gerankt wird. Mineral field depleted. SCV ready. Base is under attack. SCV ready. Mineral insufficient Vespine gas. SCV ready. Insufficient Vespine gas. Go, go, go! SCV ready! Insufficient Vespine gas. Got a target in mind. Moving into position. Ah! You scared me! Bad news. Ready to raise some hell. Okay.
concluded. SCV ready. SCV ready. Insufficient vessel. Not enough minerals. SCV ready. SCV ready. I get ya. SCV ready. SCV ready. Ready to raise some hell. Ready to raise some hell. SCV ready. Not enough minerals. SCV ready. Ready to raise some hell. Insufficient Vespine gas. I'm going in. Talk to me, boss. Was ist denn das für eine Scheiße? Insufficient Vespine gas. Base is under attack. Nothing'll stop me. Insufficient Vespine gas. Got a target in mind. Ready to raise some hell. Ja, von wegen, das gewinne ich doch. Ach Mann. Ready to raise some hell. I'm in a heap of trouble. Ready to raise some base hell. Is under attack. We hear you. Base is under attack. Ach Mann, ey. Weil ich es auch einfach nicht gebacken kriege. Ach. Wie ich einfach die ganze Zeit gegen irgendwelche Marines verliere, weil ich nicht weiß, was ich am besten machen soll. Ach Gott, und das auch nicht hinkriege. Wahrscheinlich könnte ich, hätte ich das jeweils beschützen können, indem ich da drei Panzer hingestellt hätte und zwei Bunker oder so. Ja. Ach Mann, das ärgert mich. Weil es so ein Spiel ist, was ich ewig schon gewonnen hatte. Und dann pumpt er einfach nur 12 Jahre lang Ressourcen. Und ich habe auch nicht rausbekommen, wo seine scheiß Basis war. Ach, es ärgert mich. Ja, ich war so oft bei seiner Basis und hatte die viel größere Armee, aber ich kam einfach nicht rein. Ich bekomm's einfach nicht hin, dann den Sack zuzumachen. Jedes Mal steht er einfach da mit irgendwie drei Panzern und einem Bunker und ich krieg's nicht hin. Ja, und ich hatte das ganze Scheißspiel keine Engineering Bay. Wieso habe ich nicht eine Engineering Bay? Er hat sich direkt hier oben eine Extra geholt. Ist natürlich clever, wenn man weiß, dass der Gegner da ist. Ich meine, da werde ich dann niemals nachgucken.
Kannst zwar nicht verteidigen, aber die findest du halt auch nicht. Ja, ach, ich weiß es nicht. Sehr im Grunde ist es mir egal. Ob er da oben jetzt eine Exe hat oder hier vorne, also. Daran lag's ja nicht. Baut hier direkt noch eine Exo. Ja, und jetzt wollte ich irgendwie ein bisschen Druck machen. Und hab gemerkt, dass ich hier absolut keine Chance habe. Und das, obwohl er nicht viel Zeug hat. Da bin ich erst irgendwie weg. Hab noch mehr Zeug geholt. Und hab gedacht, okay, ich probier's mal von einer anderen Seite aus. So, und den Kampf gewinne ich jetzt. Und dachte, okay, dann blockiere ich ihn hier einfach. Ohne zu wissen, dass er natürlich eine Echse mehr hat als ich. Genau, hier sieht er, dass ich eine zweite Echse baue. Was den Unterschied wieder auffrischt. Ach du Scheiße, baut der viele Echsen. Aber das merkt man daran auch, dass seine Armee einfach viel schwächer ist. Und das hätte ich dann einfach, da hätte ich einfach seine Basis zerstören müssen. Ich meine, wenn er 2000 Ressourcen auf Echsen verschwendet. Naja, ich meine, dann, hier hatte ich es im Grunde gewonnen. Also was heißt gewonnen, hier hätte ich seine Armee zerstört. Aber er hat einfach 5 Echsen gebaut. Hier finde ich die Echse. Zerstör die dann. Jetzt greift er mich an. Hier finde ich seine Echse, zerstör die Echse und gehe dann zurück. Um das hier abwenden zu können. Das ist halt irgendwie eigenartig. Ich bin in Warcraft gewohnt, dann kann man einfach sich townporteln oder so. So, zerstöre hier seine Armee. Naja, ohne zu ahnen, dass er einfach auf 5000 Mineralien sitzt. So gesehen hätte ich natürlich mehr scouten müssen. Ja, im Grunde dachte ich hier schon, dass es gewonnen ist. Ohne zu checken, dass er einfach 9 Barracks baut. Weil er unendlich Mineralien hat. Und hier finde ich die Barracks. Und dadurch, dass er aber. Und aber auch seine Ex und dachte, ja, dann schnell die Ex hinterher und dann sind seine Barracks schon wieder weg. Ah, wie mich das nervt, dass er. Dass Terraner irgendwie mit ihren blöden Gebäuden einfach die ganze Zeit durch die Gegend cruisen. Ja, und dann hat er mich halt immer und immer wieder angegriffen. Weil er einfach 1 Million Ressourcen hat.
Und dabei hat er mit seinen Viechern halt nicht mal eine Chance gegen die Siege Tanks. Ich hätte im Grunde nur hier die Siege Tanks, da die Siege Tanks. Weil er hat ja kaum noch Income. Und dann halt immer mal losgehen mit irgendwelchen Viechern, die gut sind gegen Marines. Aber ich hab's auch nicht geschafft, mir da noch ein Income zu verschaffen. Und die Tordinger sind natürlich nicht besonders gut gegen die. Ja. Er hat zwar dann auch irgendwann nicht mehr so wahnsinnig viel Income, also jetzt gerade noch zwei Echsen. Aber es reicht halt. Und jetzt habe ich mal schon eine viel kleinere Armee als er. Er hat zwar eine Scheißarmee, weshalb ich das ein und andere Mal gewinne. Aber es ist halt die größere. Ach, ich hasse das. Das ist halt alles so cheesy. Und viel mehr ärgert mich noch, dass ich das nie schaffe, gegen Cheese zu gewinnen. Das hatten wir letztens in Warcraft 3, wo der Gegner einfach mit irgendwie 5 Panzern ankam und meine Basis schneller zerstört hat, als ich diese Panzer zerstören konnte. Und jetzt haben wir es hier mit 1 Million Marines, gegen die ich keine Chance habe. Und ich komme halt auch nicht auf die Idee, mal meine Einheiten zu operieren. Ach Mann, ey. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Hey Su, na, wie war's? Ah, oh, die letzten drei, das fing so gut an. Die letzten drei Spiele verloren. Steht es 4-5. Vorhin stand es 4-2. Es war alles so traurig. Oh nein. Sekunde mal, ich muss mal dieses Chatfenster. Irgendwie sehe ich immer nur die Hälfte. So. Ja, ja. Oh Gott, ey. Ich mach mal den Ventilator hinter mir an, es ist zu warm. Ach Gott, ist es schon spät, krass. Ah, los, eins machen wir noch. Eigentlich kann ich direkt den ersten Win dieses Tages mir noch holen, falls wir es schaffen sollten, irgendwann zu gewinnen. JubTV, wenn du auch keine Ahnung hast, das Spiel ist ja mittlerweile Free-to-Play. Du kannst gerne auch eine Runde spielen oder wir können auch gerne gegeneinander mal eine Runde spielen. Wie du siehst, habe ich auch keine Ahnung. Von daher wäre es vielleicht ein faires Match. Selbes gilt für dich natürlich auch so.